Herzlich willkommen hier, 22 zum Arsch. Wir werden jetzt noch weiter Futter fahren. Ne? Kühe gehen auch in der Futter. Eine müsste man reichen. Kälber brauchen nicht so viel. Dann kommen die Schweine in Futter. Da müssen wir noch ein Lager haben. Ansonsten müssen wir davon am meisten wegholen. Und da ist auch noch was drin. So, Schweinefutter. Bestes, ja. Ja, Kuh dann eingeweicht, ne? Ja, Regen im Norden. Das ist eigentlich hier auf dem Markt. Also heute noch geht's voll durch. Mit. Jo. Mal gleich ging's mal, ne? Ja. Das ist ja. Okay, hier ist mittlerweile alles fertig. Auch bis der Rest. Das war nicht so tragisch. Nehmen wir das immer so ganz so ernst. So. Läuft nicht wirklich. Oh, Entschuldigung. Motor starten. Bisschen blöd, ne? Mal gucken, ob wir noch einen weiteres Förderband brauchen. So ist es. Naja, wie gesagt, das ist ja sowieso. Das läuft nicht mehr lange. Nur eins kaufen. Ich weiß nicht genau, ob das so Sinn macht. Ne, lass mal gut sein. Wir werden dann mal sehen, dass wir das läuft erstmal und das andere dann entsprechend nachher später zuschalten. Anführungszeichen, hier ist Gerste. Das ist sehr gut gewachsen bis jetzt. Mit den 100%, naja. War ja eh klar. Hier unser Weizen. Musste gedüngt werden normalerweise, aber gut. Können wir auch im Frühling machen, das ist nicht tragisch. Ups, das nass. So. Bauen wir mal erstmal die Kühe versorgen, dann die Schweine. Und dann beginnen wir mal langsam mit der ganzen Fahrzeugflotte zu waschen und zu reparieren. Die Kühe wollen auch noch Stroh haben. Den Mist werden wir noch verkaufen. Wir sind auch versorgt komplett. Kippen wir jetzt Rest ins Lager rein. Dann holen wir gleich mal Stroh auf dem Strohlager. Ne? Das ist jetzt neu, dass man auch lose ausholen kann. Das ist praktisch, finde ich. Muss ich mal ganz kurz den anderen Anhänger wegnehmen. Also wenn der Regen kommt, genau richtig, wenn die Fahrzeuge sauber werden. Ne? Hänger schon fast sauber. Dann ein bisschen sortieren.
bisschen schwach von hängen. Aber er muss ja nicht weit fahren, ne? Oh, alles passt. Mikrofon ist nicht mein Ding, also gut. Hoffentlich fahrt nicht ganz so extrem. Ja. Keine Migration. Ich will Stroh haben. Das war jetzt Folge Nummer 3. Ja gut. War ja hoffentlich laut genug. So, Stroh. Die Wiese wächst auch, das passt. Da wächst auch alles. So. Silage. Dünger, Mist, Schweinefutter. Kalk. Vermehrungsgras, sehr gut. Hopfen, ja, schön. Tabak, genau. Brauche noch Fabrik für Flatschutz. Mais haben wir auch recht viel, müssen wir verkaufen. Der Stroh ist leer. Okay, wir wollten ja auch mal woanders holen, ne? das ist ja wieder mal typisch. Ich habe ja auch nichts mehr reingefahren. Wir haben alles hier. Erstes Heu, das ist gut gefüllt. Stroh. 1,3 Millionen. Das nenne ich mal richtig viel. Könnte man die Pelletsfabrik ein bisschen bedienen, ne? Muss man einen LKW klar machen, da war eine Fuhre hinfahren, zwei. Nachdem wir die Kühe versorgt haben. Wie gesagt, die Produktionen müssen jetzt immer in den Schwung kommen. So nach und nach. Also, nur kein Stress. Im Winter stellen wir eben auf 3 Tage um. 6. Und machen wir die Innenansicht, dass wir ein bisschen besser sehen. Anführungszeichen, ne? Irgendwo hängen wir fest. So, ganz vorne ist Stroh. Tagung an Kühe überhaupt schon. Alt ist. Kühe 213, wenn wir Kälber haben. Ne? Ich habe glaube ich 200 Kühe gehabt. Und das sind alle unsere Kälber. Auch männliche Tiere bei. Stroh ist ausreichend jetzt. Jetzt fahren wir gleich in den zweiten Stall rein. Also unseren Hauptstall, wo die meiste Milch ist. An sich dürfte im anderen Stall keine Milch sein. Und man weiß ja nie, ne? So, Stroh. Haben die genug Stroh? Ja, das reicht für heute. Die wollen Futter haben. Gut, dann werden wir jetzt mal ganz schnell Schweinefutter holen. Das heißt, da werden wir uns mal erstmal hier im Lager holen.
Oder wir fahren gleich mit dem LKW mit dem blauen Anhänger. Dann holen wir, kippen wir es hier ab und dann holen wir einen kleinen Anhänger im Stahlreifraum, weil der blaue passt ja nicht rein. So. Der LKW war doch in Kühen gewesen. So, ein bisschen zurechtfinden, ne? So. Ob wir den mal lackiert kriegen? Im Frühjahr, ne? Im Frühjahr mal lackieren. So. Zurück. Auf zum Malzerweg. Könnten aber auch gleich ja, Getreide mitnehmen, ne? Und zwar entweder Weizen oder Gerste. Oder beides. So. Damit da die Brauerei gleich was hat, ne? Falls sie alle sein sollte. Sollte eigentlich noch voll sein. So. Weil wir auch alle. Ja, gut, wir haben auch ein anderes Lager, ne? Mais, Maisbier kennen wir nicht, haben wir nicht. Gerste, oh, Weizen. Also Gerste ist im Prinzip alle. Seitdem wir kriegen einen globalen Markt. Unwahrscheinlich. Muss ich mich darum kümmern. Das kann ich ja machen, wenn ich ja frei habe. Ich denke mal, in Thüringen werden wir bald die Ernte machen können. Wir haben jetzt Ende Frühling, kann man sagen. Bald kommen. Sehr bald. Deckel zu, ist ja nass, ne? Ey, so viel Regen lange nicht gehabt hier. So, Allrad. So, auf zur Brauerei. Also, wenn alles klappt, wäscht uns der Regen die Fahrzeuge ab, ne? Und wenn nicht, müssen wir selber Hand anlegen, also kein Problem. Die Kühe sind nur versorgt, jetzt kriegen die Schweine ihr Futter. Müssen wir es holen. Hier haben wir in der Malzfabrik noch ein bisschen Futter. Das holen wir uns jetzt. Und das werden wir bei der Brauerei das Weizen abgeben. Hier müssen wir ein bisschen Holz hinbringen. Aber das hat noch Zeit. Eins am anderen, ne? Dann werden wir ein bisschen Fleisch verkaufen und Leder. Wie natürlich auch. Mal schauen, wenn wir Milch haben, müssen wir eigentlich auch wieder haben. Also Milch müssen wir auch wieder haben.
Ja, Felder kaufen ist noch ein großes Ziel, ne? Aber wie gesagt, rein rechnerisch müssten wir jetzt Felder kaufen bei der Zuckerfabrik, beziehungsweise wo die Eigner aufstellen werden. Und dann müssen wir sehen, dass wir da in der Nähe die Felder kaufen, um zumindest ein, zwei kleine Felder mit Zuckerrüben zu bestellen. Oder Felder kaufen, wo Zuckerrüben drauf sind. Das wäre auch ideal, ne? Aber das ist schon ideal, ne? Und hier rechts zwei Hopfen drauf. Da muss ich mal schauen, ob das im nächsten globalen Mod klappt. Bisschen Risiko bei. Weil ich nicht genau weiß, wie das alles funktioniert mit dem jetzigen Mod, ne? Also mit dem Geo-Mod kann man sagen, ne? Oh, wir haben hier noch eins zu stehen. Warum das? Na, das macht ja auch nichts. Parken wir erstmal hier. So Malz könnten wir hier reinbringen. Ne? Leerpaletten sollte eigentlich kein Problem sein. Noch recht voll. Und Hopfen ist alle. Gut, Gerste ist noch recht voll. Malz und Wasser, Leerpaletten. So. Hopf wieder alle ist, dann wollen wir den Hopf auch noch kommen. Und hier ist Weizen, das ist noch gut gefüllt. Ja, da müssen wir Malz mitbringen und Hopfen. Hopfen als nächstes. Dann holen wir gleich Hopfen. So. Wir können weiterfahren. Jetzt noch ein bisschen was, gleich noch eine Fuhre fahren. Dann wollen wir gleich mal sehen, dass wir unser Malz nicht, aber da gibt es ja wieder Paletten für. Bauhof, Bahnhof, Nachfrage. Gut. Wir müssen sehen, dass wir mal unser. Kommen wir jetzt also rum? Probieren mal, ne? Ist ja nichts einbestellt, also Wasser ist gut gefüllt. Habe ich schon alles mal nebenbei gemacht. So. Gott, N. Ja, Schweinefutter. 50.000. Das dürfte eine Weile hinkommen. Den Rest haben wir hier rein. Gerste und Weizen für Malz. So, dann holen wir gleich mal Hopfen und dann werden wir die Schweine versorgen. Dass die Brauerei erstmal arbeiten kann. Kommen wir hier rüber. Der Laternenmast war ein bisschen weg. Normalerweise fällt er um. Oh, so liebe Schirmer, das soll es auch für heute schon gewesen sein. Ich sehe, wie die Zeit abgelaufen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Nochmal schönen Dank fürs Reinschauen. Jo, morgen geht's weiter mit Schweineversorgung. Tschüss und Hopfen für die Brauerei, dass wir hier Bier herstellen können, ne? Bis dann. Tschüss.